Gestern hat es im Laufe des Tages eine weitere sehr intensive Eruption gegeben, die sich auf folgende Orte auswirkt: Tacante de Abajo und Tacante de Arriba, als auch Tahuya. Es mussten die etwa 1000 Einwohner sofort ihre Häuser verlassen. Sie wurden in sichere Gebiete gebracht. Mittlerweile wurden mehr als 6000 Personen auf der Insel evakuiert. Glücklicherweise gab es weder Verletzte noch Tote, da das Warnsystem sehr gut funktioniert hat. Leider ist die Zahl der zerstörten Häuser auf mindestens 400 angestiegen. Aus dem Ort Totokwe mussten sich die Feuerwehrleute und Hilfskräfte zurückziehen, da die vermehrten Aktivitäten des Vulkans, ein weiterer Schlot mit Lavaaustritt, Gefahr für Leib und Leben bedeuten könnten. Viele fragen sich, wie lange noch mit weiteren Ausbrüchen zu rechnen ist. Dazu können auch die Vulkanologen keine exakten Zeiten nennen. Sie gehen mittlerweile von 20 bis 80 Tagen aus. Wie auch im letzten Bericht ausgeführt, ist die Frage nach Gesundheitsgefahren durch das Schwefeldioxid für viele Einwohner der Kanaren wichtig, da man im Moment nicht davon ausgehen muss, dass das Magma ins Meer fließt und dadurch sehr gefährliche Gase entstehen, ist die Gesundheit nicht in Gefahr. Auch hat sich die Fließgeschwindigkeit verringert und sich somit die Möglichkeit verringert, dass die Lava in den Atlantik gelangt. Aber es könnte zu weiteren Zerstörungen von Häusern und so weiter kommen, da sich dadurch der Lavastrom wahrscheinlich verbreitert. Im 9-Uhr-Bericht bereits kurz erwähnt, kann es aufgrund der entstandenen Gaswolke zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Dies wirkt sich bereits auf Flüge nach La Gomera und La Palma aus. Besonders nachts ist dadurch die Navigation für die Flugzeuge anfällig. Daher werden sehr viele Flüge ausfallen.